Hi Lieben, ich war gerade einkaufen und habe alle Lebensmittel eingekauft, die ich heute essen werde. Und ich dachte mir, dass es vielleicht ganz interessant ist, euch einfach mal zu zeigen, was ich denn so für einen Tag an Essen einkaufe und was ich auch dafür bezahle. Ich werde auch ganz oft gefragt, ob ich Bio oder konventionell kaufe. Und die Antwort darauf ist beides. Also ich kaufe sowohl im Bioladen ein, als auch in einem stinknormalen Supermarkt, je nachdem, was es gerade halt so kostet, wie die Qualität ist und so weiter. Aber heute war ich nur im Rewe und im Lidl, wobei es dort ja auch Bio-Lebensmittel gibt. Und ja, was ich mir da so Schönes geholt habe, das zeige ich euch jetzt. So, das ist mein Einkauf für einen Tag und ich gehe die Lebensmittel mal einfach in der Reihenfolge durch, in der ich sie heute zu mir nehmen werde. Und da fange ich mit dem Sellerie oben links an. Wir haben hier zweimal Staudensellerie vom Rewe für insgesamt 1,58 €. Wobei der heute reduziert war. Normalerweise kostet eine Packung schon fast so viel. Und ja, den entsafte ich gleich und das tue ich jetzt auch schon seit einem guten Jahr ziemlich regelmäßig, also fast jeden Tag eigentlich. Mag ich einfach total gerne, frisch gepressten Selleriesaft. Aber dazu werde ich auch nochmal ein separates Video machen. Und ja, mit dieser Menge komme ich dann heute auf 1 Liter Saft. Dann haben wir hier als nächstes eine Packung Äpfel, ebenfalls vom Rewe. Die finde ich sehr gut, weil die von einem Obsthof hier in der Nähe kommen und die werde ich mir heute auch entsaften. Frisch gepresster Apfelsaft ist einfach nur mega lecker und auch super gut für die Leber. Und ich habe jetzt für die ganze Packung 3,49 € bezahlt, muss dazu aber sagen, dass ich heute nicht alle Äpfel entsafte, sondern nur die Hälfte davon. Das reicht vollkommen aus, um dann ebenfalls auf 1 Liter Saft zu kommen. Ja, das sind so die beiden Lebensmittel, die ich heute für meine Säfte verwende. Und als feste Mahlzeiten, die ich dann kaue und nicht trinke, habe ich mir eine Melone vom Lidl geholt. Das ist eine Dino-Melone. Und wenn ihr mich fragt, ist das die mit Abstand leckerste Melone in der Familie der Honigmelonen. Also die ist wirklich sowas von gut. Schön zuckersüß und ja, die sind im Lidl momentan sogar auch reduziert auf 2,79 €. Das ist für eine Dino-Melone ganz günstig. Die kosten sonst fast 4 €, also recht teuer. Aber für mich ist es das total wert und ich meine, ich kaufe die ja auch nicht jeden Tag, momentan vielleicht einmal die Woche. So, und die letzten Lebensmittel für heute werden Zucchini, Paprika, eine fette Fleischtomate und eine kleine Zwiebel sein. Das ist dann mein Abendessen. Aus den Zucchini mache ich mir Nudeln und die anderen Zutaten werde ich zu einer Soße mixen. Da muss ich aber fairerweise sagen, dass ich auch noch Dinge wie getrocknete Kräuter, ein Currypulver oder Pfeffer in die Soße dazugeben werde. Das habe ich jetzt hier nicht hingelegt, weil ich das schon zu Hause habe und ja, davon nutzt man ja auch nur eine ganz kleine Menge, ist also kein ganzes Lebensmittel. Und ja, ich habe alles davon wieder im Rewe geholt und das hat mich 4,64 € gekostet. Das ist also mein Essen für heute. An manchen Tagen esse ich mehr, an manchen Tagen esse ich weniger. Ich folge da absolut keinen Theorien oder anderen festgelegten Konzepten, wie viel Gramm man jetzt von jedem Lebensmittel zu sich nehmen muss, um auf eine bestimmte Zahl zu kommen. Also ich höre da immer ganz auf meinen Körper und ja, die Menge hier fühlt sich heute für mich richtig an. Ich habe das gerade auch mal ausgerechnet, was mich das alles gekostet hat und insgesamt sind es 10,75 €, die ich heute für mein Essen ausgegeben habe, aber hier habe ich eben nur die Hälfte der Äpfel berechnet, weil ich ja, wie gesagt, nur die Hälfte der Äpfel entsaften werde. Ja, manche werden diese 10,75 € vielleicht viel finden, manche wenig. Ich esse nicht jeden Tag genau so, aber das hier ist eben ein sehr gutes Beispiel für meine Ernährung und was sie mich so an einem Tag kostet.
Und ich muss aber auch sagen, dass ich gerne Geld für gute Lebensmittel, für gesunde Lebensmittel ausgebe, weil mir Gesundheit eben so unglaublich wichtig ist. Und dadurch spare ich auch in ganz vielen anderen Bereichen Geld. Also zum Beispiel Arztkosten, Medikamente und so weiter, das fällt bei mir alles weg. Und ja, das ist eben ein sehr schöner Nebeneffekt von der Rohkosternährung und auch nicht der einzige. Okay, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und es war hilfreich und interessant für euch. Ich freue mich auf eure Kommentare und ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag und wir sehen uns bald in einem neuen Video wieder. Bis dahin, macht's gut!